Shepard? Die Mission? Weiß er überhaupt, um was es uns geht? Um was wir hier machen? What are your thoughts about our mission? I fight. Doesn't matter who for. Simple enough. Kennt er andere Leute außer uns? What do you think about the crew? Good bunch if they stay out of my way. Dead bunch if they don't. Train them good if you want to take on collectors. Some of these aliens are too smooth. Und was sagt er über die Kollektoren? Did O'Keir give you any imprints about the collectors? I see blurry ships, guesswork about strength. Nothing to help pick a weak spot and tear. O'Keir spent all his time on old hatreds. Whatever he had, it was used up when he made me. Und hat er irgendeinen Vorschlag für Upgrades? Anything in your tank imprints that can make use of the resources we found? Might have something I could put together. Don't know how useful it will be. Was hat er denn jetzt? Wo denn? Fortgeschrittenes Training. Das ist auf jeden Fall nichts von... Ach, schweres Muskelgewebe. Glaube ich. Oder? Oder ist es die kroganische Schrotflinte? Ah, ja. Okay, es ist das. Uns fehlt aber Platin und Palladium. Das sollte ich unbedingt mal demnächst suchen. Natürlich offscreen. So I should keep this crap around. Don't let it pile up. I live down here. Ja, brauchst ja kein Messi werden. Wir haben bestimmt auch eine Müll. Ja, bei Said kannst du Müll entsorgen, fällt mir gerade ein. Just checking in. Making sure you're acclimatizing. Humans talk too much. Like the tank. Come back later. Sehr gut. That's all for now. Shepard. Aber der hat echt schöne blaue Augen, muss ich sagen. Der gefällt mir. Der sieht schöner aus als der Standard-Kroganer. Nee, Jack war ja hier unten. Ja, wir müssen immer gucken, ob nicht irgendeiner mit uns reden mag. Das ich merke, dass das von Mal zu Mal ein längeres Unterfangen wird. Hey. Hey. Tell me about you, Jack. What are you up to? Still checking out your ship. Wouldn't mind putting her through her paces when you're not around. Vielleicht irgendwann anders? I doubt Joker would appreciate that. At least not while we're working. Relax. Joyriding doesn't have the thrill it used to. Besides, if I wanted it, I'd take it. That's so. I've been around. Ran with gangs, wiped out some gangs, joined a cult. Kept the haircut. I learned how to survive and not be a victim. Dann erzähl mal, wo du überall warst. It's hard to imagine you in a cult. That usually involves a lot of rules. I was looking for answers. Drugs and sex and going to a better place. A better place, right. It was all about money. They wanted to take a colony, shake the suckers down to fund their spread, and guess who was their ace in the hole? They were just like the rest. Didn't give one shit about me. Und was haben sie genau mit dir angestellt? What'd you do when you found out? What do you think? Okay. Dann vertraut sie. Aber das kann ich verstehen, wenn sie niemanden vertraut. You must have met some good people too. Everybody wants something. And because of that, everything is fair game. Murder, assault, kidnapping, drugs, stealing, arson. Done it all. And that's the boring shit. Piracy, theft of military craft, destruction of a space station, and vandalism. That was a good one. Gibt's dazu auch noch Geschichten, ja? Military's a hard target. Bet that made you some friends. Shouldn't have left the thing unlocked. Besides, parades are boring. I helped. Okay, nett. A space station? You're pushing what I can believe. Ain't saying it was easy. Not everything is spur of the moment. Sometimes you gotta work to give people what they deserve. Had some people I hung with for a while. Outlaw colony. Felt like they were like me. Guess that made us a nice target. Turians think they know something about a scorched earth response. Fuck 'em. You were a pirate too? Ties in with the kidnapping. If you hijack a passenger ship and don't kill everyone, anyway. Good lesson. Simpler to just kill them all. Aber sie hat sie am Leben gelassen. Da steckt ja ein Funken, nette Seele drin. I'm surprised you'd even mention vandalism in that bunch. That's what the Hanar call it when you crash that space station I mentioned into one of their moons and make a new crater. They really liked that moon. Oh Gott. Schön.
im Mond verschandelt. Do you ever wonder if you could have done things differently? No. Shouldn't you? There's no reason I should be alive, but I am. You know why? Instinct. It's worked for me so far, and I'm not gonna change. Hey, Shepard. No one's ever asked me about this shit. It's strange to talk about. So fuck you. And thanks for asking. Ich mag sie irgendwie. Ich weiß, ich tendiere immer zwischen mag, nicht mag, ja. Aber ich glaube, sie ist eine gequälte Seele, die einfach jemanden braucht, der sie mal umarmt. Hey. Tell me about you, Jack. I'm done talking. Come back later. Na gut. I should go. Ich würde es jetzt auch nicht ausreizen wollen. Gut, dann sind wir hier unten, glaube ich, auch fertig. Und dann gehen wir nach oben. Ah nee, Said. Ich wollte ein paar Kriegsgeschichten neue hören. Wenn Shepard nicht überall gegen die Wände rennen würde. Hallo. Back for another lesson. Ja. Oh yeah, that's a model of the Varrican. Turian frigate. Hell of a ship. I led a mission to bring that thing down from the inside with just 5 men and whatever guns we could bring. No chance of success, but we did it. Everyone died but me. So I made out like a bandit. My first impossible mission as an independent contractor. There's been many since, but nothing so goddamn sweet as watching that Turian warship crash. Hatten wir schon mal. Tough fight on Horizon. I fought slavers and kidnapping rings, but nothing like that. Some slavers took a little girl on a colony in the Skepsis system. Girl woke up, fought her way out, got picked up by my band well on her way to Omega. 8 years old. She'd have had no chance on Horizon. Me and a buddy were hired to take out this one guy, Matthias, I think. Hell, I forget. Turns out it was a trap. We got jumped by a hit squad. 2 Batarians, a Krogan, and a Hannah. Damn jellyfish nearly choked me to death. Wore a neck brace for weeks to cover that up. Haven't underestimated a Hannah since. Ah, gut zu wissen. I should let you go. Talk more later, Shepard. Ich mag seine Geschichten. Ich habe mir noch nie so einen Hannah als Kämpfer vorstellen können, aber jetzt, wo er es sagt, mit den Tentakeln kann man sich ja einiges anstellen. Und ich spiele damit nicht auf Zeichentrickfilme an. Okay. Warte, bevor wir das machen, möchte ich gerne nochmal kurz die Quests hier ansehen. Einmal nach oben. Shadow Broker. Genau, wir sollen mit Liara reden. Kollektoren aufhalten ist so dieses komplette Ding. Die Ankunft, ich bin mir gerade gar nicht sicher, ob das ein DLC ist oder nicht. Ich habe keine Ahnung mehr. Ich warte jetzt auch noch mit der Mission. Weil ich eigentlich mit gar keiner dieser DLC-Sachen jetzt schon anfangen möchte. Ja, es fühlt sich immer noch wie relativ am Anfang des Spiels an. Und so DLC-Sachen möchte ich eigentlich mal erst hinterher machen. Oder wenn denn eher so gegen Ende. Wenn es möglich ist. Wenn nicht, schreit mich an und sagt, nein, mach es sofort. Dann können wir gerne nochmal drüber reden. Ansonsten ist es jetzt ein bisschen schwierig, was ich machen soll. Ich würde eigentlich am liebsten direkt Tali mitnehmen. Eigentlich würde ich auch gerne mit Liara reden. Wisst ihr was? Wir machen erstmal Rianda und Jacob. Einfach aus Prinzip. Und was haben wir hier als Ehe? Miranda, okay. Würde ich sagen, machen wir erstmal diese privaten Sachen von den Leuten, die wir schon haben, bevor wir neue Leute dazu holen, damit wir uns nicht 30.000 verschiedene Quests aufhalsen. Auch wenn ich beide nicht sonderlich mag. Shepard, I find myself in the unpleasant position of asking for your help. I don't like discussing personal matters, but this is important. Was denn los? What's going on? You remember what I told you about father? Building a dynasty? There was another reason I went to Cerberus for protection. I have a sister, a twin,
And he's still hunting her. Cerberus has kept her safe. Until now. She's living a normal life on Ilium, safe and hidden from my father. Und warum jetzt nicht mehr? So you think your father's tracked her down? Precisely, Commander. My sources indicate he knows that she's on Ilium. I've tried to keep her hidden without impacting her life, but I'm out of options. He's too close. I need to relocate my sister's family before it's too late. Kann sie noch irgendwas zur Schwester sagen? Hat sie dieselben Fähigkeiten wie sie, wenn sie Zwillinge sind? What do you know about your sister? She's my genetic twin. We're identical. But she deserves a normal life and she's going to get it no matter what. Aber wenn die Zwillinge sind... Ach, Moment, das heißt aber nicht, dass sie... Sie ist ja nicht geklont, sie sind Zwillinge. Das bedeutet, die sind zur selben Zeit auf die Welt gekommen, sozusagen. Was mich natürlich fragen lässt, warum sie die andere schützt und... Müssten die nicht durch dieselbe Scheiße gegangen sein, denn? Ich bin etwas verwirrt. Did your sister's family know about this? Are they okay with being relocated? They know nothing. They're completely uninvolved. Normal. I told Cerberus and they're coming up with a positive reason to move the family. Okay. Na gut, dann wollen wir helfen. What do you need me to do? My father is extremely persistent. I'd like to go to Ilium when Cerberus is moving the family to make sure none of his agents get too close. My contact's name is Lantea. She'll be waiting for us in the lounge near the Nos Astra docking bay. Ist mir jemand aufgefallen, dass sie sehr niedliche Hasenzähnchen vorne hat? Finde ich ja sympathisch. Habe ich auch. Von daher, jetzt ist sie mir gerade ein wenig sympathischer geworden. Habe ich noch nie vorher drauf geachtet. Okay. Wir müssen also wieder nach Ilium. Gut, dann wird das wohl unser nächstes Ziel sein. Dann lasse ich das Gespräch mal mit... Obwohl... Nö, eigentlich können wir dann auch direkt mit Jacob reden. What's this area of Nein, the ship? Ich will's nicht wissen. That's all for now. Logging you out. Hallo, Jacob. Commander, sorry, I'm a little unfocused. Personal matter. It won't affect my duties. Und was ist los? I always have time for my crew. What is it? As I said, it's a personal matter. I don't want to waste our time if it turns out to be a goose chase. But... Well, I got pinged by a ghost the other night. Family. Kann er auch mal zum Punkt kommen? I'm listening. My private log got an update about the Hugo Gernsback, the ship my father served on. It sent an SOS last week, reporting a crash and requesting a rescue. Shepard, that ship went missing 10 years ago. I hadn't talked to my father for 3 years before that. I've buried everything but a body. I'm not convinced it isn't just some automated distress signal ticking over. It's been too long. Das klingt nach einer Geistermission. Gefällt mir irgendwie. I think you'd be more excited that your father might be alive. He wasn't around enough for me to have bad memories. It's an old, well-healed wound. But if he's actually alive and needs help, I also want to note that it's not normal procedure for distress calls to be routed to the Normandy. This was passed to my personal log through Cerberus filters. Also wollen die, dass er da hingeht oder was? Darf ich das so verstehen? Any signs that this is a Cerberus front? Who passed this to you? I doubt the elusive man would let a direct operation stake hold this long. If there's a link, it's probably just about money. Cerberus needs diverse holdings to fund projects like, well, you. And whoever sent this my way covered their tracks. Someone could be fishing for favors, or thought it would get under my skin. Who knows with that bunch? Ich find schön, wie sie einfach kurz den Kopf geschüttelt hat, als er diese Bemerkung gemacht hat. War denn die Beziehung zum Vater eine gute? You didn't get along with your father? He made no apologies, I'll give him that. You make a mistake, you own up to it. Even if you keep making it. Whatever problems we had were a lifetime ago. I've had 10 years to get to where I am. And as far as I know, he's still a ghost. Auf jeden Fall klingt das jetzt nicht nach Happy Family. Tell me about the Hugo Gernsback and what it was doing. Privately held frigate. I looked over the mission brief when it disappeared. Nothing stood out. Typical research and grab operation. Find an uncharted planet, stake a claim, and establish as large a presence as you can as fast as possible to shut out competitors. Okay, dann warum nicht? I think we can spare the time.
Pass the coordinates to Joker. I appreciate that, Commander. I don't expect more than dusty old bones, but it'll be good to close the record. Da würde ich jetzt tatsächlich sagen, wir machen das zuerst. Aus dem einfachen Grund, dass wir so viel auf Ilium zu tun haben, dass wir da dann ewig wieder nicht wegkommen. Commander, you've received a new message at your private terminal. Schon wieder? Haben wir da nicht gerade erst nachgesehen? Ah, super. Über Horizon. Shepard, es tut mir leid, was ich auf Horizon gesagt habe. Ich habe nach ihrem Untergang mit der Normandy 2 Jahre gebraucht, um mein Leben wieder in den Griff zu bekommen. Es hat lange gedauert, mich nicht mehr schuldig zu fühlen, weil ich überlebt hatte. Meine Freunde haben mich schließlich dazu überredet, mit einer Ärztin auf der Citadel etwas trinken zu gehen. Nichts Ernstes, einfach nur der Versuch, wieder ein Leben zu haben, verstehen Sie? Dann sah ich sie und es fegte mich hinweg wie ein Sturm. Sie standen vor mir, aber sie gehörten zu Cerberus. Ich glaube, ich weiß wirklich nicht mehr, wer sie sind. Wer wir sind? Wer wir sind. Erinnern Sie sich überhaupt noch an jene Nacht vor Ilios? Diese Nacht bedeutete mir alles, Ihnen vielleicht auch. Aber in den letzten 2 Jahren hat sich vieles geändert und das kann ich nicht beiseite legen. Aber seien Sie vorsichtig, ich sah zu viele Menschen, die mir nahe standen, sterben. Auf Eden Prime, auf Vermeier, auf Horizon, auf der Normandy. Ich könnte es nicht ertragen, Sie noch einmal zu verlieren. Wenn Sie noch die Frau sind, an die ich mich erinnere, weiß ich, dass Sie einen Weg finden, die Kollektoren aufzuhalten. Aber Cerberus ist zu gefährlich, um Ihnen zu trauen. Passen Sie auf sich auf. Wenn sich alles ein wenig beruhigt hat, dann vielleicht... Ich weiß nicht. Passen Sie einfach auf sich auf. Du kannst ja wohl loben, dass ich das jetzt nicht einfach nur als Entschuldigung so annehme. Du hast mich voll angefahren, Dreck, sagst du. Nein, es ist schon süß, wenn er sich entschuldigt. Man kann seine Verwirrtheit ja schon ein wenig nachvollziehen. Aber so der krasse Sticher war ja jetzt nicht. Ich würde mich gerne nach etwas Neuem umsehen in diesem Teil. Bis jetzt habe ich noch niemanden Interessantes gesehen. Bis auf... Ja, eigentlich Garrus, aber ich glaube, Garrus steht nach wie vor nicht zur Wahl. Also hoffe ich, dass die neuen Dossiers irgendwas bringen. Mal gucken. Wenn nicht, müssen wir halt ein bisschen B werden. Und dann hoffe ich, dass Jack B ist, weil Jack B dann am ehesten zusagen würde. Okay, der Unbekannte. Shepard, wie ich sehe, haben Sie Ukias Krogana aufgeweckt. Eine riskante Entscheidung, aber Sie haben bei dieser Operation freie Hand. Wenn Sie sicher sind, dass er ein nützliches Gruppenmitglied abgibt, haben Sie meine Unterstützung. Wir brauchen in dieser Schlacht jede Waffe, die wir kriegen können. Sollte sich dieser Grunt als unzuverlässig erweisen, so dass man ihn eliminieren muss, verlieren Sie die Leiche nicht. Er basiert zumindest teilweise auf Kollektorentechnologie und wir könnten nützliche genetische Daten liefern. Aber wie gesagt, Sie haben freie Hand. Naja. Wie frei, das mag ich nochmal bezweifeln. Ich glaube, das wäre diskussionswürdig. Okay, ich möchte zuerst die Mission von Jack machen. Wenn, ja, Massenportal ist hier. Ich weiß natürlich nicht, wo es ist. Ich hoffe, es ist hier eingetragen. Abschlussstelle der Normandy erkunden, Jacob helfen. Tali rekrutieren. Ich gucke gerade mal, wo wir alles hin... Alter Verwalter. Ja, hier haben wir... Ein paar Quests, würde ich sagen. Said helfen könnten wir eigentlich auch mal machen. Aber es gehört auch zum DLC. Ja, ja, ja. Ja, ja, ja. Ich weiß es noch nicht. Okay. Ich würde mal sagen, wir kaufen nochmal Schreibstoff. Können wir gar nicht, weil wir voll sind. Never mind. Okay. Und Jacob helfen müssen wir im Alpha Draconis. Das ist da, okay. Ich frage mich, ob man hier tatsächlich irgendwann pleite gehen kann, ob es eine festgesetzte Anzahl von Credits gibt. Weil du kannst ja nicht einfach irgendwelche Trash-Loot oder sowas verkaufen, weswegen es eigentlich ein Maximum an Credits geben müsste. Theoretisch. Weswegen ich vielleicht etwas... bedachter mit meinem Geld umgehen sollte. Ah je, ja. Dieser abgelegene Planet, benannt nach einer Asari-Wissenschaftlerin, war anscheinend auf der Liste mit verbotenen Massenportalen, die in unerforschte Gebiete führen. Die wenig verfügbaren Daten stammen von einer Sonne, die im Vorbeiflug von 2 Planeten berichtet hat, die einen weißen Zwerg umkreisen. Ihre eigenen Scans liefern weitaus interessantere Ergebnisse. Der Planet befindet sich innerhalb der Lebenszone des Sterns. Er verfügt über Ozeane mit Flüssigwasser und eine dünne Stickstoff-Sauerstoff-Atmosphäre, die zu dem dortigen Pflanzenleben auf Kohlenstoffbasis passt. Es könnte sich um eine noch unerforschte Gartenwelt handeln. Eine Gartenwelt? Mhm.